Heute in der Sendung sind wir unterwegs im Wahlkreis 47. Wir treffen Direktkandidaten Matthias Miersch von der SPD und sprechen über seine Zeit im Bundestag und die diesjährige Kandidatur. Und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser besonderen Ausgabe von 0511. Heute möchten wir Ihnen wieder einen hannoverschen Direktkandidaten vorstellen. Wir sind heute im Park der Sinne in Laatzen und bei mir ist Matthias Miersch von der SPD. Seit 2005 ist er schon für die SPD im Bundestag. Er ist stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion für die Bereiche Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Tourismus und Sprecher der parlamentarischen Linken. Jetzt möchte Matthias Miersch wieder für den Wahlkreis 47 in den Bundestag einziehen. Hallo und herzlich willkommen, Herr Miersch. Hallo, grüße Sie. Sie kommen ja ursprünglich hier aus Laatzen. Noch bis 2018, also gut 20 Jahre, haben Sie sich im Rat der Stadt engagiert. Inwieweit beeinflusst denn Ihre Herkunft und auch Ihr langjähriges kommunales Engagement eigentlich heute noch Ihr politisches Handeln? Na, das ist hier wirklich klassische Heimat. Ich weiß noch, wie wir diskutiert haben im Laatzener Rat, als es um die Expo ging. Wie kann Laatzen davon profitieren? Und da war dieses Projekt Park der Sinne zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiges. Und das hat mich geprägt bis heute. Ich glaube, dieses Motto global denken, lokal handeln ist aktueller denn je. Man kann in Berlin ganz, ganz viel entscheiden. Wenn es vor Ort nicht ankommt, wenn die Kommunen finanziell schlecht aufgestellt sind, bringt das alles nichts. Und deswegen, das ist hier meine Heimat. Und bis heute ist es mein Wohnort. Und das prägt mich. Seit 1990 sind Sie ja auch Mitglied der SPD. Was hat Sie denn damals eigentlich bewogen, in die Partei einzutreten und inwieweit trifft das vielleicht heute auch noch auf die SPD zu? Also natürlich gibt es ein bisschen familiäre Vorbelastung. Mein Vater war in der SPD, war aber nicht politisch aktiv. Aber der Gedanke, dass wir die großen Herausforderungen als Menschen nur gemeinsam wirklich schultern können, dass Solidarität eigentlich der Schlüssel für eine Gesellschaft ist, den finde ich nach wie vor bestechend. Und deswegen haben sich Leute für über 150 Jahren zusammengeschlossen, für gute Rechte zum Beispiel im Bereich der Arbeit zu kämpfen. Aber auch die großen Themen heute, Klimaschutz, kriegen wir nicht nebeneinander, gegeneinander hin, sondern nur, indem wir es zusammen denken und wirklich versuchen, gemeinsam diese Sachen zu schultern. Das gilt auch für die großen Fragen, wie zum Beispiel Rente oder das Gesundheitssystem der Zukunft. Wir brauchen ein starkes Gemeinschaftssystem. Seit 2019 sind Sie ja auch Vorsitzender des SPD-Bezirks Hannover. Wie wichtig ist es Ihnen denn, weiter mit der Politik vor Ort in Kontakt zu stehen? Und inwieweit motiviert das vielleicht auch Ziele auf Bundesebene? Ja, in Berlin kommt man ganz schnell in die Lage, dass man in einem Hamsterrad ist, wo man sehr schnell nur Alltagspolitik macht, an Gesetzen arbeitet. Die Parteiarbeit ist mir so wichtig, weil wir über den Tellerrand auch hinausdenken müssen. Deswegen bin ich auch Sprecher der parlamentarischen Linken. Wir müssen versuchen, eben gesellschaftliche Entwürfe auch weiterzudenken als beispielsweise das Gesetz, was wir gerade diskutieren. Und der SPD-Bezirk Hannover ist ein sehr, sehr traditionsreicher. Hier fand die Wiedergründung der SPD nach dem Zweiten Weltkrieg statt. Kurt Schumacher, der erste Vorsitzende, weitere Vorsitzende wie Gerhard Schröder. Und insofern ist das schon ein fettes Erbe. Und ich fülle es aber gerne aus, weil ich glaube, dass, wie gesagt, der sozialdemokratische Gedanke aktueller denn je ist. Seit 2005 sitzen Sie ja schon im Bundestag für die SPD. Seitdem ist ja auch in der Partei oder generell viel passiert. Es gab Regierungswechsel. Der Kurs der Partei hat sich vielleicht ein bisschen verändert und nicht zuletzt gab es nach der letzten Wahl eine Krise in der Partei. Für wie standfest halten Sie denn die SPD vor dieser Wahl? Also ich glaube, dass wir wie fast keine andere Partei augenblicklich eine innere Geschlossenheit haben. Wir haben große Konfliktpunkte, die noch vor 5 Jahren ungeklärt waren, geklärt. Beispielsweise die Frage, mit welchem Steuersystem wollen wir in die Wahl gehen. Das Thema Vermögensteuer, dazu haben wir uns klar bekannt. Aber auch die Fragen zum Beispiel Klimapolitik. Wie geht das mit der Mobilität der Zukunft weiter, wo wir mit den Gewerkschaften natürlich in einem sehr intensiven Austausch sind. All das ist mittlerweile, glaube ich, richtig gut in der Partei geklärt. Das macht uns das Leben vielleicht ein bisschen schwer, weil wir differenzierter rangehen, nicht polarisierend, sondern das sowohl als auch bei bestimmten Fragen in den Mittelpunkt stellen. Aber ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten Wochen auch mit diesem Konzept überzeugen können. Auch aufgrund der großen Geschlossenheit, die es in dieser Partei jetzt gibt.
Denken Sie also, dass die SPD es wieder aus der Krise heraus schafft? Man kann ja nicht leugnen, dass die Umfragewerte bzw. ja die Wahlergebnisse weiter sinken. Wir sind in sehr volatilen Zeiten. Die Wählerbindung hat kontinuierlich nachgelassen. Die nächsten Wochen werden ganz, ganz viel an Schwingungen auch möglicherweise beinhalten. Wo wir am Ende sind, kann ich überhaupt nicht sagen. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das Konzept der SPD, gerade auf Zusammenhalt und Zukunft zu setzen, dass das viele Menschen überzeugen wird, wenn wir jetzt in einzelnen Gesprächen, an den Infoständen, aber auch im Fernsehen beispielsweise unsere Dinge vertreten. Das halte ich für zentral. Und deswegen bin ich überzeugt, dass wir am Ende gut aus dieser Wahl herausgehen werden und hoffentlich eine Konstellation haben, die dann wirklich Deutschland weiterbringen kann. Wie zufrieden sind Sie denn eigentlich mit dem aktuellen Zustand der Partei und dem Kurs, den die Parteivorsitzenden Esken und Walter Borjans vorgeben? Also ich glaube, dass die beiden Parteivorsitzenden maßgeblich dazu beigetragen haben, auch eine Zusammenkunft der Partei, also den Zusammenhalt jetzt wieder zu gestalten. Wir hatten ja eine sehr starke polarisierende Debatte, als es um die Frage ging, GroKo ja oder nein. Diese ganzen Dinge, die teilweise bis ins Mark ja ausgetragen worden sind, sind überwunden. Und das hängt auch damit zusammen, dass Norbert Walter-Borjans, Saskia Esken und Olaf Scholz, aber ich sage ganz bewusst auch Lars Klingbeil, dort eine hervorragende Rolle spielen. Sie haben ihn gerade angesprochen, Olaf Scholz. Wie stehen Sie eigentlich zu ihm als Kanzlerkandidaten? Hat er eigentlich das Zeug dazu, Kanzler zu sein? Absolut. Wenn man sich die Mitbewerberin anguckt und dann ihn, dann weiß man, dass man in ihm jemand hat, der über eine Regierungserfahrung verfügt, die gerade in diesen Zeiten essentiell ist. Wir haben es mit großen globalen Fragen zu tun. Dass er jetzt durchgesetzt hat, dass es eine Mindestbesteuerung für große Konzerne auf internationaler Ebene gibt, ist ein Riesenerfolg. Das kann man nur hinkriegen, wenn man über die jeweilige Erfahrung verfügt. Und er hat auch als Bürgermeister in Hamburg beispielsweise ja durchaus gezeigt, dass er im Bereich Wohnungsbau, aber auch im Bereich Mobilität richtig viel angestoßen hat, also die Themen bewegt hat, schon in seiner politischen Vorlauf. Und damit bringt er richtig das Zeug mit, finde ich, ein guter Bundeskanzler zu sein. Neben der Corona-Krise ist ja jetzt die Klimakrise wirklich die Krise, die die nachkommenden Generationen beschäftigen wird. Wie fällt denn eigentlich Ihre Bilanz zur Klimapolitik der GroKo aus? Und was muss in der nächsten Legislaturperiode unbedingt angegangen werden? Also einmal muss ich sagen, ich mache das ja seit 16 Jahren und insofern freut es mich, dass jetzt ganz weite Teile der Gesellschaft auch wirklich, auch dank Fridays for Future, dieses Thema erkannt haben. 2007 habe ich hier meinen ersten Stromsparwettbewerb der Städte untereinander organisiert. Daran sieht man, dieses Klimathema war mir immer wichtig. Und ich glaube, wir haben in dieser großen Koalition das Maximale gegen die CDU, CSU tatsächlich, sage ganz bewusst gegen, durchgesetzt. Wir haben ein Klimaschutzgesetz geschaffen, was ein Instrument dafür bietet, dass tatsächlich das Ganze gesetzlich verbindlich ist. Der Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär, hat im Dezember davon gesprochen, dass dieses Klimaschutzgesetz international vorbildlich ist. Das ist das Gerüst, aber jetzt geht es um das Leben. Und die zentrale Aufgabe ist der maximale Ausbau von erneuerbaren Energien in den nächsten 4 Jahren. Auch die weitere Gestaltung des Mobilitätssektors, des Gebäudesektors. Da sind viele Hausaufgaben, die noch nicht gemacht worden sind, weil sie teilweise auch blockiert worden sind von CDU, CSU. Sie haben es gerade angesprochen, die CDU, CSU blockiert gerne mal Vorhaben der SPD auch. Wer wäre denn Ihrer Meinung nach der perfekte Partner, um jetzt zum Beispiel die Klimakrise anzugehen und Politik für Wandel zu machen? Also ich glaube, dass tatsächlich die CDU, CSU auf die Ersatzbank gehört. Die müssen sich regenerieren. Da finde ich auch keine politischen Konzepte hinter. Auch das Wahlprogramm ist aus meiner Sicht eine große leere Hülle. Und deswegen trete ich ein, dass wir wirklich eine Konstellation bekommen jenseits von CDU, CSU. Über AfD muss ich nicht reden. Aber da, glaube ich, kriegen wir eine Dynamik, egal mit wem dann hin, die wirklich auch dem Rechnung trägt, was diese Gesellschaft braucht. Nämlich einmal im Klimaschutz, aber auch der gesellschaftliche Zusammenhalt nach Corona, wo ja große Fragen noch offen sind und die sicherlich nur bewältigt werden können, wenn wir einen starken, gut finanzierten, handlungsfähigen Staat haben. Deswegen trete ich also für Konstellationen an, jenseits von CDU, CSU. Wir sind hier im Wahlkreis 43, also Hannover Land 2, unterwegs. Jetzt muss ich mal fragen, wie geht eigentlich Klimaschutz und Landwirtschaft zusammen? Wie kann es da nachhaltiger werden? Weil die Umweltbelastung durch die jetzige Form der Landwirtschaft ist ja enorm. Die CDU zum Beispiel blockiert ja aber schon seit Jahren irgendwie einen Wandel.
Wie soll es da denn in Zukunft weitergehen und ist da vielleicht auch ein Regierungswechsel notwendig, um nachhaltig was zu bewegen? Absolut. Im Bereich der Landwirtschaftspolitik konnte ich ja in den letzten 3,5 Jahren genau das feststellen, was wir im Klimaschutz auch hatten. An vielen Stellen Blockade. Frau Klöckner ist genauso wie Herr Altmaier überhaupt keine progressive Ministerin gewesen. Sie war an den Beharrungskräften erst gehangen. Und das Entscheidende im Bereich Landwirtschaft ist auch hier, dass wir rauskommen aus der Polarisierung, rauskommen aus den Gräben. Da hat Olaf Lies, finde ich, hier in Niedersachsen richtig gut was geschafft mit dem Niedersächsischen Weg, indem er NABU und das Landvolk zusammengebracht hat und man beim Thema Ackerbau der Zukunft wirklich Gemeinsamkeiten entwickelt hat. Im Bereich Tierschutz haben wir sowas auf Bundesebene nicht geschafft, weil Frau Klöckner schlichtweg blockiert hat. Wir hatten die sogenannte Borchert-Kommission mit Umweltverbänden, Tierschutzverbänden und Landwirtschaftsorganisationen zusammen. Die hat leider nicht die notwendige Unterstützung bekommen. Aber wir brauchen eine klare Definition von Tierwohlhaltung der Zukunft. Und dann können wir das Thema Baurecht, aber auch das Thema Subventionen etc. alles miteinander besprechen. Dass Landwirte nicht alleine gelassen werden, aber wir brauchen klare Kriterien, wie beispielsweise ein Nutztier in Deutschland in den nächsten 10, 20 Jahren gehalten werden soll. Und was Landwirte dafür tun müssen, auch an Umbau. Und was die Gesellschaft da auch mit reingeben muss, damit das alles funktioniert. Dieser Diskurs, der muss geführt werden, und zwar in den nächsten 4 Jahren. Wenn Sie jetzt ohne jegliche Einschränkung entscheiden könnten, welche 3 Maßnahmen würden Sie sofort umsetzen? Also das Entscheidende ist der maximale Ausbau der erneuerbaren Energien für mich. Ich würde zweitens klar den Mindestlohn anheben. Und das Dritte ist, die kommunale Finanzausstattung von Seiten der Bundes- und der Länder muss noch mal gesteigert werden, weil hier wir nach Corona erleben, dass an vielen Stellen Löcher entstanden sind und die darf es nicht geben. 4-mal wurden Sie ja jetzt schon in den Bundestag gewählt, teilweise immer mit um die 40%. Wie zuversichtlich sind Sie eigentlich, dass es dieses Jahr wieder so wird und wie schätzen Sie vielleicht auch die Konkurrenz in Ihrem Wahlkreis ein? Ich mache jetzt ja ganz viele Gespräche gerade und es ist toll zu sehen, wie auch Arbeit registriert wird und wie sie auch honoriert wird. Insofern bin ich sehr zuversichtlich, aber ich bin nie ein Mensch, der sagt, also das läuft alles schon. Das wird ein enges Rennen werden. Das ist aber Demokratie und deswegen stellt man sich ja auch einem solchen Wettbewerb. Ich respektiere und akzeptiere natürlich jede Gegenkandidatur gegen mich. Das gehört eben zum politischen Wettbewerb, aber ich bin mir sicher, dass viele Menschen auch aufgrund der Arbeit, die ich die letzten 16 Jahre hier gemacht habe, mit den Schulen zusammen, mit den Vereinen, mit den Bürgermeisterinnen, egal welcher Couleur, dass das ankommt und dass man sieht, hier ist jemand, der tatsächlich mit Leidenschaft, aber auch mit Erfahrung für den Deutschen Bundestag kandidiert. Im September ist es dann ja soweit, die Bundestagswahl steht an. Was wünschen Sie sich für dieses Jahr oder die neue Legislaturperiode und wie zuversichtlich sind Sie, dass die SPD wieder mitregieren darf? Natürlich wünsche ich mir, dass wirklich die SPD so stark wie möglich aus dieser Bundestagswahl herauskommt. Mein Ziel ist auf alle Fälle, dass wir über 20% liegen. Und dass wir einen Regierungsauftrag haben, dass wir dann tatsächlich gestalten können. Denn Opposition, das wünschen sich vielleicht einige, ich will gestalten. Und das kann man nur heraus, indem man tatsächlich auch eine Mehrheit im Parlament abbildet. Auch wenn Kompromisse dann schwierig sind, auch wenn sie vertreten werden müssen und andere sagen, hättet ihr viel mehr. Trotz alledem, das ist eigentlich Politik. So habe ich hier angefangen als Ratspolitiker, indem man ganz konkrete Projekte auf den Weg gebracht hat. Das ist auf Berliner Ebene noch schwieriger, aber es geht eben, wenn man über die Mehrheiten verfügt. Und dafür will ich jetzt kämpfen. Vielen Dank, Herr Miersch, für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Ja, unsere Sendezeit neigt sich jetzt leider dem Ende zu. Morgen um 18.45 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit einer neuen Ausgabe. Bis dahin noch einen schönen Abend und machen Sie es gut.